bin der Dennis, Max, Tobi, Carsten, Toni, Sebastian, Fabrice, Vanessa. Ich bin nervös. Ja, ich bin der Tobi. Ich arbeite in der Trekkingradabteilung, Faltradabteilung und Lastenradabteilung. Ich glaube, ich habe in meinem Leben schon viele verschiedene Sachen gemacht. Also ich habe zum Beispiel mal Bäcker gelernt, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Grafiker und dann später auch noch ein Studium. Und dadurch, dass man an verschiedenen Punkten immer mal kurz verweilt, kriegt man natürlich auch ein komplexeres, offeneres Bild von allem. Und ich glaube, dass das quasi sich gut auf die verrückte Persönlichkeit ausgewirkt hat. Hier in der Fahrradbranche, da macht man was Handfestes. Man tut eigentlich auch einen kleinen Beitrag in Richtung Umweltbewusstsein schaffen und hilft den Leuten halt beim Thema Mobilität mit möglichst viel Spaß und Freude schnell von A nach B zu kommen. Mein Steckenpferd, würde ich jetzt mal so sagen, sind auf jeden Fall die Falträder oder alles, was so in dem Bereich zwischen 16 und 20 Zoll Rädern ist. Also ich habe schon, bevor ich hier gearbeitet habe, mir einen Prompen zugelegt. Gar nicht mal, weil das so das Pendelrad ist, sondern weil ich auch die Agilität der kleinen Räder sehr liebe und schätze. Man ist ein ganz wendisches kleines Wiesel in der Stadt und das macht super viel Spaß. Es ist sexy, es ist schnell und es ist cool. Ich bin der Dennis und ich bin aus der Trekkingradabteilung und habe auch die Falträder und Lastenräder bei mir. Ich bin Teamleiter und achte darauf, dass es läuft und dass die Kollegen abliefern können. Die neue Mobilität, da spielen wir einen ganz großen Part. Natürlich, weil ich die Lastenräder und auch Falträder bei mir in der Abteilung habe. Und diese Räder natürlich sehr, sehr viel dazu beitragen können, aufs Auto zu verzichten. Und mit Lastenrädern kann man genauso viel erledigen wie mit einem Auto. Und Falträder sind eine super Optimierung für den ÖPNV, um auch flexibel die letzte Meile zu erreichen. Ich pendel täglich zur Arbeit und bin auch sonst in der Freizeit sehr viel unterwegs. Vor allem im Sommer auch mal Touren entlang am Rhein, am Neckar. Als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich immer mehr und mehr Lastenräder kennengelernt und die Liebe dazu. Und deswegen besitze ich ein Lastenrad. Das ist ein tolles, praktisches Rad und hilft im Alltag ungemein. Ich bin die Toni. Ich komme von der Kleidungsabteilung und ich mache meine Arbeit sehr, sehr gern. Also man fühlt schon, dass die Familie sehr engagiert ist und ich habe das Gefühl, dass ich auch ein Teil von der Familie bin, ganz ehrlich. Und damit möchte ich mich sehr herzlich bedanken, was ich am Fahrrad liebe. Das ist das Modell Tough Road, der läuft ruhig, aber trotzdem ist sehr lebendig. Also wie man dann das schön sagt, ich fahre beim Wind und Wetter. Ich bin Fabrice, komme aus der Werkstatt. Mein Lieblingsrad in drei Worten. Das Kätzchen schnurrt, das ist. Ich bin auch der Mr. Pornhubs. Der Unterschied zu anderen Fahrradläden ist schon, dass das hier alles ein bisschen familiärer ist. Man einen guten Draht auch zu den Chefs hat, die Kollegen halt kollegial ist. Es ist eigentlich wie so eine kleine Familie, die hier zusammen den Tag verbringt. Der Umgang miteinander ist super, die Chefs sind super, ich kann mich nicht beklagen.
Kalka ist ein mittelständisches Familienunternehmen und man hat viel Freiraum, um seine Arbeit zu erledigen und bekommt auch sehr viel Unterstützung in dieser Hinsicht. Hallo, mein Name ist Vanessa. Ich bin die vierte Generation in unserem Familienunternehmen, welches bis heute nur von Frauen geführt wurde. Und die Bikebranche ist bekannterweise ja eine echte Männerdomäne. Aber weißt du, was mich besonders stolz macht? Wir hatten stets die richtigen Menschen an unserer Seite, die mit viel Leidenschaft aktiv mitwirken. Genau das macht unseren Erfolg aus. Denn unser wertvollstes Gut ist unser Team. Dadurch, dass die Mitarbeiter auch ihre Leidenschaft für das Fahrrad haben, hat man einen gemeinsamen Nenner und so eine Grundsympathie. Ich habe viele Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln, ganz speziell auch mit den ganzen unterschiedlichen Fahrradmodellen. Und ich mag auch den persönlichen Kontakt am Kunden, um meine Problemfindung zu finden. Ich habe Spaß bei der Arbeit, kann mich immer wieder auf neue Situationen einstellen. Ich habe immer wieder neue Kunden, mit denen es Spaß macht zu kommunizieren. Und ansonsten die Materie Fahrrad ganz einfach, weil es meine Leidenschaft ist und ich fühle mich dann hier wie auf dem Spielplatz eigentlich. Ne? Wenn dich das genauer interessiert, laden wir dich gerne mal ein. Also hoffentlich sehen wir uns bald. Ich freue mich schon.